soll ich anfangen mit dem heutigen Tag? Ich fange mal erstmal mit unserem Raum an, damit er mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie das hier so aussieht. Wir sind jetzt übrigens in Lincoln, Illinois. Hier halt ein WC, ne? Ganz normal, nicht großartig unterschiedlich von allen anderen. Hier oben Bügeleisen, Bügelbrett haben wir hier drin. Ein Wäschesack, falls man hier irgendwas zum Waschen aufgeben möchte. Mikrowelle haben wir hier. Kühlschrank haben wir hier. Dann gibt es hier so eine kleine Couch-Ecke. Einen kleinen Esstisch mit Kaffeemaschine. Dann haben wir hier ein Bett. King Size, wie es sich gehört. Ja, ein Schreibtisch noch. Dann hier noch ein Fernseher. Safe haben wir keinen in dem Raum. Ist aber auch logisch, weil wir in einem Quality-Inn sind und nicht in einem Comfort-Inn. Weil in einem Quality-Inn, da bekommt man keinen Safe auf dem Zimmer, soweit ich das kapiert habe. Und im Comfort-Inn ist immer einer mit drin. Dieses Zimmer hat uns im Übrigen sage und schreibe 0 Dollar gekostet, also nichts. Denn wir haben jetzt ein paar Übernachtungen gehabt, haben ein paar Punkte gesammelt. Hatte ich gestern in dem Video ja schon angedeutet. Wir haben 8000 Punkte für dieses Zimmer hier ausgegeben. Ist eine Suite. Ja, und die Übernachtung, wie schon gesagt, ist für Nüsse. Kostet gar nichts. Perfekt. Ja, aber so ging es heute auch irgendwie weiter. Also ich fange erstmal chronologisch an mit dem Tag. Naja, auf jeden Fall sind wir dann morgens zum Denny's gefahren, zum Frühstücken, weil wir haben ja unseren Favoriten wiedergefunden. Denny's halt. War super gewesen. Und dann sind wir zu der Gateway Arc nach St. Louis nochmal gefahren. Und hatten ja auch Tickets gehabt, um dann halt nach oben zu fahren. War ein bisschen spät dran gewesen, einen Eingang zu finden, war auch nicht so easy. Einen Parkplatz zu finden, der bezahlbar ist, ging so einigermaßen. Wir sind auf jeden Fall dann zur Gateway Arc, haben den Eingang dann gesucht, haben den auch gefunden. Waren sehr knapp dran, hatten wir gedacht, wegen unseren Tickets, weil die um 12.30 Uhr eigentlich waren. Und da steht man so eine halbe Stunde früher da sein, weil man komplett durchsucht wird wie am Flughafen. Das ist dann auch ungefähr wirklich so nicht ganz so streng, aber schon in der Art, also wirklich mit Sachen abgeben, die dann durchgeröntgt werden und weiß nicht was alles. Ja gut, ging aber relativ flott. Problem ist bloß, wenn man dann da ist und dann halt seinen Termin um 12.30 Uhr hat, heißt das noch lange nicht, dass man um 12.30 Uhr darauf wirklich reinkommt, sondern um 12.30 Uhr darf man sich in der Schlange anstellen. Und dann steht man da in der Schlange, also man geht zuerst so durch so ein Museum und so, haben wir jetzt keinen Halt gemacht, weil wir ja dachten, wir wären spät dran. Dann sagte uns der nette Herr am Eingang, in 7 Minuten seid ihr erst dran, obwohl wir schon kurz nach halb hatten. Heißt, wir sind noch mal eben kurz in den Merchandise-Shop da gegangen, in den Souvenir-Shop. Da war jetzt aber nichts so Aufregendes, was wir uns jetzt kaufen mussten. Deswegen haben wir da noch so ein bisschen rumgegammelt und sind dann halt wieder zu dem Eingang zurück. Ja, und dann stehst du da, so ungefähr eine Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Dann kommst du irgendwann zu so einer kleinen Vorführung, so mit einem Film und das auch ganz gut gemacht. Und dann geht man zu den Gondeln. Das sind 8 Gondeln, die übereinander sind und die dann halt in diesem Bogen da halt reinfahren bis nach oben und dann halt wieder nach unten und klar. Passen jeweils 5 Leute rein. Die Gondeln selber, ich blende mal ein Foto hier ein. Die Gondeln selber sehen aus wie Rettungskapseln von der alten Star Trek Serie. Eigentlich ziemlich cool. Sind super eng. Die Fahrt dauert nach oben 4 Minuten, nach unten 3 Minuten. War aber ganz witzig gewesen. Wir waren da mit einem amerikanischen Pärchen drin gewesen und mit noch einer Person, die eigentlich fast nichts dazu gebracht hat. Aber das amerikanische Pärchen war ganz witzig drauf gewesen. Ja, und haben da ein paar Sprüche gerissen und waren dann auch schon oben. Oben hat man dann so, ja, ich sag mal ungefähr so große Fenster. Was sind die? Ja, so 20 cm hoch, würde ich schätzen. Und ja, so 50, 60, 70 cm vielleicht breit, ich weiß es nicht genau. Und da kann man dann halt über St. Louis gucken, weil man dann auf 192 Metern Höhe rumgammelt und kann dann einmal auf St. Louis runtergucken. Einmal zur Mississippi-Seite und einmal zur Stadtseite. Haben dann ein paar Fotos gemacht, waren wir innerhalb von 5 Minuten mit fertig oder 10 Minuten, keine Ahnung. Und haben uns dann wieder angestellt, um wieder runterzufahren. Das Problem ist auch gewesen, dass eine Tram nicht in Betrieb war. Es war normalerweise fahren da 2, es war nur eine in Betrieb. Dementsprechend hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, keine Ahnung. War aber trotzdem
Cool für das Geld. Man kann es einmal gemacht oder einmal machen. Man sollte es gemacht haben, wenn man in St. Louis ist. Ob man es dann nach 3 Jahren oder 4 Jahren nochmal machen muss, weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Die Gondelfahrten waren ganz lustig gewesen. Und das Gebäude selber, dieses Denkmal, ist natürlich krass. Also ist schon echt gut. Von da aus sind wir dann nochmal nach Budweiser gefahren. Und zwar, weil ein Freund von uns gerne noch ein Schild haben wollte und wir selber auch eigentlich noch ein Schild haben wollten, haben wir dann noch hier diese Budweiser-Schilder geholt. Ich kann es mal eben zeigen. Die kriegt man nämlich hier auch in Amerika, beziehungsweise bei Budweiser selber wirklich schon nachgeworfen. Die sind wirklich günstig, sehen dann so aus. Gibt es mehrere von, aber er hat genau das gleiche jetzt gewählt wie wir. Und die kosten, wenn man es sehen kann, 10 Dollar. 8,90 €, 8,60 €. Da kommen natürlich noch Mehrwertsteuern drauf. Ist ja immer so in Amerika, wenn ihr irgendwas kauft, die Preise, die ausgeschildert sind, sind immer ohne Mehrwertsteuer. Dadurch, dass ich aber diese Cappy auf hatte, die ich jetzt auch auf habe, die noch von gestern war, von der Brewmaster Tour bei Budweiser, habe ich noch mal 10% Rabatt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so legal war, aber die hat nur gefragt: Oh, Brewmaster Tour? Und ich sagte: Ja. Die hat aber nicht gefragt, welchen Tag. Das war eigentlich so gesehen der erste Glücksgriff, diesen Nachschoppen. Dann sind wir halt hier nach Lincoln gefahren, von St. Louis aus, 3,5 Stunden ungefähr ohne Pause. Haben dann hier die Schlüssel bekommen für das Hotel, beziehungsweise halt für den Raum, also die Chipkarte. Wir sind hier, wie schon gesagt, im Quality Inn in Lincoln. Chipkarte hat nicht funktioniert in der Tür. Wir sollten eigentlich in Raum 207, haben wir versucht. 205? Okay, 205. Haben wir versucht, funktionierten beide Karten nicht. Bin ich wieder runter zur Rezeption. Da sagte sie: Ah, die hat heute sowieso so einen Glückstag und blöd, dass das alles so dumm läuft und es tut ihr voll leid. Als Dankeschön kriegt ihr einen besseren Raum. Ich habe gesagt: Ja, gut, okay, da hat sie mir die Karten gegeben. Ja, und dann haben wir diesen Raum hier gekriegt, die Suite. Wie schon gesagt, wir bezahlen keinen Cent dafür, das ist wirklich kostenlos. Ja, und das ist dann Nummer 2 gewesen als Glücksfall für heute. Dann haben wir uns vorhin gedacht: So ein bisschen was essen, ein Bierchen trinken, Fernseh gucken, Bett, natürlich noch Datensicherung von den ganzen Kameras und hier vom Video und so. Lass uns doch mal vorher ein bisschen was zu essen holen. Dann haben wir uns überlegt, wo waren wir denn noch gar nicht in Amerika? Und dann ist uns aufgefallen, Steak and Shake waren wir noch nicht. Probieren wir mal aus, ist sofort hier, ja, weiß nicht, könnte man eigentlich zu Fuß hinlaufen, wenn wir nicht alle so faul wären. Ein paar Meter von hier weg. Haben gesagt: Ja, gut, dann haben wir versucht, uns die Burger zusammenzustellen online und auch zu bestellen. Das hätte funktioniert, aber die deutsche Kreditkarte wird da nicht angenommen, weil die mit der Postleitzahl nicht klarkommen. Ja, super. Haben gesagt: Okay, ob wir die Bestellung, so wie wir die haben wollen, auf Englisch nochmal bei der Bestellung wiedergeben können. Ah, wird schwer. Wir versuchen es einfach, indem wir die Bestellung, die wir auslösen wollten, auf dem Handy mal zeigen. Und dann mal gucken, was die dazu sagen und ob die das nachbauen können. Und da haben wir einen relativ jungen Kerl da gehabt an der, ja, Küche eigentlich, Küche mit Kasse, weil normalerweise setzt man sich ja ins Restaurant rein. Bei To Go wird man halt von jemandem aus der Küche halt bedient. Wir haben dann klar gemacht: Hey, wir sind deutsche Touristen. Unser Englisch ist jetzt nicht so lupenrein, dass wir genau wissen, was du von uns willst, wenn wir bestellen. Deswegen guck doch mal, ob du genau das nachbauen kannst, was wir eigentlich bestellen wollten im Internet, was aber nicht funktioniert hat. Da hat er sich wirklich Mühe gegeben, hat sich aber mit dem Kassensystem auch abgeplagt und haben wir 20 Mal hin und her bestellt und dann irgendwann war die Bestellung gut. Er hat noch Hilfe gekriegt von einer Mitarbeiterin. Ja, und war ganz witzig gewesen, war echt lustig, haben da auch gut gelacht und Späßchen miteinander gemacht, war ganz gut. Und als Dankeschön dafür, dass die Bestellung dann so aufgenommen haben und so kapiert haben, wie wir sie wirklich haben wollen, habe ich dem noch 2 Dollar in die Hand gedrückt, beziehungsweise den beiden, die uns da geholfen haben. Und ich weiß nicht, entweder haben die es aufgeteilt oder sie hat es ihm komplett weitergegeben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die dann in der Küche gewesen, waren da am Rumzaubern mit den Burgern, die wir haben wollten. Wir wollten eigentlich 2 Cheeseburger haben. Einmal Garlic Fries. Einmal Chili Cheese Fries, dann 2-mal Coleslaw und 2 Cookies. Das war eigentlich die Bestellung. Daraus ist dann das geworden, was ich euch jetzt einblende. Das waren dann 2-mal die Burger, 2-mal Chili Cheese Fries, 2-mal Garlic Pommes, einmal normale Pommes,
einmal, ich glaube, ein 20er oder sowas Crispy Chicken oder so ein Beutel Crispy Chicken, keine Ahnung, in der Soße dabei. Ungefähr, das kann ich auch mal eben zeigen. 1000 Mal Salz und Pfeffer und Heinz Tomatenketchup dabei. Was haben wir noch gekriegt? Ja, Cookies wurden dann nicht 2, sondern 7 draus. Und weiß nicht was alles. Wir haben aber nur das bezahlt, was wir bestellt haben. Das heißt, für das bisschen Trinkgeld, was ich da gegeben habe, da haben die sich so drüber gefreut, auch über die Bestellung, dass die so lustig verlaufen ist, dass die uns halt die Goodies hier eingepackt haben. Das ist einfach nur eine Gratisbeigabe gewesen von denen, so als Dankeschön für die coole Bestellung. Fand ich saugeil, habe ich so auch noch nie erlebt. Wir haben es auch erst bemerkt, wo wir im Hotel waren oder im Motel waren. Wir haben die ganzen Sachen ausgepackt und haben uns gedacht, ja, sag mal, was haben wir da bestellt? Das ist ja unglaublich. Auf den Kassenbon geguckt, nee, ist so abgerechnet. Und einer von den Köchen meinte nämlich noch so schmunzelnderweise zu uns, hey, ich habe euch auch ein bisschen Salz und Pfeffer noch in die Tüte getan und ein bisschen Ketchup. Und wir, okay. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant gewesen. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch weiter mit den Rest aufessen, soweit es geht. Dann werden wir wahrscheinlich so langsam ins Bettchen marschieren. Und morgen steht nicht viel auf dem Plan, außer die Reise nach Chicago von hier aus, zu unserer Endstation von unserer Reise. Da sind wir dann so gesehen 2 komplette Tage in Chicago, weil morgen den Tag rechne ich nicht mit. Dann haben wir 2 Tage Aufenthalt und der letzte Tag ist dann die Abreise. Und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch was und bis dahin. Tschüss.